Dank und liebes Publikum, hier geht's gleich auch schon weiter. Sie kennen das alle. Jeder von uns regt sich schon einmal auf. Manche regen sich aber über alles auf. Und jemand, der sich über alles aufregt, der steht hier vor der Tür. Empfangen Sie mit mir jemanden, der sich über alles aufregt. Bühne frei! Mensch, früher haben wir immer den Vorhang aufgehalten gekriegt. Die Musik spielt auch nicht. Was ist das für ein Saftladen, ey? Mann! Genommen! Oh, die ganz intelligente aus Uverlaunchte. Mein Name ist Sauer. Ernst Sauer. Und damit er ganz gleich klar ist, ich bin nicht verwandt oder verschwägert mit dem Anna, hey, klar? Gut. Wobei, das ist nur die halbe Wahrheit. Meine Frau heißt ja Sauer und ich hab ja einen Doppelnamen. Meine Geburtsname ist Haft. Vielleicht hat es der ein oder andere kapiert. Ja, ich heiße Ernsthaft Sauer. Ist ein Brüller, nicht? Habe ich leider auch erst nach der Hochzeit kapiert. Naja, jedenfalls, ich bin halt hier, weil meine Therapeutin mich schickt. Denn ich habe ein Aggressionsproblem. Meine Therapeutin ist interessanterweise übrigens nie sauer. Die ist immer happy. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Geld, das sie ihren dicken Fetten hängt. Bleib ruhig, Ernst. Du willst doch nicht wieder dein Notfallmedikament nehmen müssen. Naja, jedenfalls hat die Olschrapnell zu mir gemeint, ich sollte doch über meine Aggressionsprobleme offen vor Leuten reden und das in Liedform. Musiktherapie nennt die das. Und deshalb bin ich heute hier. Also, habt ihr Lust? Echt? Naja, wenigstens einer von uns, ne? Naja, hilft nichts, die Therapie ist schon bezahlt. Also fangen wir mal an. So, einmal das und hey, der Mist. So. Fängt ja schon mal gut an. Das ist ja toll. Da könnte ich mich gerade schon wieder mit der Scheißtechnik aufreden. Ist raus. So ein Scheiß. Ah. Ja. Der Vorteil, wenn man beim NCV ist, da arbeiten noch kompetente Leute. Ne? Jedenfalls, meine Aggressionsprobleme, die fingen an, als ich auf die weiterführende Schule ging. Vorher war alles super. Nein, ernsthaft. Ich war ein friedvolles Lämmchen. Aber dann gab es da diesen Schläger und naja. Er hat mich so oft angespuckt, geschlagen und getreten. Das war nicht sehr nett von ihm, ich hatte nie darum gebeten. Seine Freunde waren immer dabei, dann wendete sich das Blatt. Auch wenn er mich vermöbelt hatte, ich hatte es dann satt. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man ihm wohl nicht erklärt. Oder vielleicht hat er doch mal im Unterricht gefehlt. Da stand er vor mir und wir waren ganz allein. Keiner konnte ihm helfen, niemand stand ihm bei. Ich schlug nur noch auf ihn ein. Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse! Woo!
Jedenfalls hat der Kerl dann rumgeheult und ich hab verdientermaßen 2 Wochen Hausarrest bekommen. Oder wie mein Vater es nannte, Einzelhaft. Ja, mein Vater war ein richtiger Komiker. Ha, ha. Jedenfalls war damit aber die Büchse der Pandora geöffnet. Seitdem regt mich also ziemlich alles auf. Zum Beispiel letztens erst. Meine Frau war aus und ich wollte mir so eine Dose Hering in Tomatensauce aufmachen. Und Sie alle wissen ja, wie das geht, ne? Dann wollte ich ganz einfach an die Lasche gehen und die dann nur ein kleines Stück nach oben nehmen. Dann nimmt man mit Gefühl an dem Ringel hinauf und schwupp ist die Dose auf. Soweit die Theorie. Die Praxis sah bei mir leider etwas anders aus. Da wollte ich ganz einfach an die Lasche gehen und die dann nur ein kleines Stück nach oben nehmen. Doch leider habe ich Pech, es macht nur kurz Knack und schwupp war die Lasche ab. Ich wollte eigentlich noch weiter singen, ne? Ich dachte mir, na okay, das kann passieren, na klar. Vielleicht hab ich ja noch einen Dosenöffner da. Und ich suchte wie bekloppt, doch das Teil erfand ich nicht. LMAA, du dummer Dosenfisch. Warf ich schließlich die Dose in den Mülleimer rein und fuhr mir dann eine Lieferpizza ein. Was auch immer gut für einen Aufreger ist, ist die heutige Jugend. Gott, allein wie die reden. Ey, Diggi, was geht? Mir ist was voll Krasses passiert, echt der Cringe. For real, homie. Sheesh. Auf jeden, Alter. Das ist der Moment, wo ich mir jedes Mal denke, red einfach Deutsch. Oh, oh Gott. Ah. Oh Gott. Oh. Tief durchatmen, Ernst. Du willst doch nicht wieder deine Benzodiazepine nehmen. Ein und aus. Ein und aus. Macht mal mit, das hilft. Ein und aus. Ein und aus. Wie die Lemminge, herrlich. Aber mal im Ernst. Wenn man sich so manchen da anschaut von den jungen Kerls da, da denkt man doch einfach, Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Günther an, der ist sogar auf Facebook. Warum gehst du nicht zum Schönkes in die Werkstatt? Da kriegst du eine Festanstellung, wenn du ein bisschen Glück hast, Junge, Junge. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Was sollen die Nachbarn sagen und dann noch deine Haare? Da fehlen mir die Worte, musst du dir entfernen. Was sollen die Nachbarn sagen? Denk an deine Zukunft, denk mal an dich selber. Oder willst du etwa sterben? Und dann gibt es da ja noch die eine Sache, die so ziemlich jeden Mann irgendwann mal aufregt. Die Frau. Ganz besonders die eigene Ehefrau. Meine größten Ausraster hatte ich bisher immer dann, wenn sie mich zum Einkaufen geschickt hat. Dann kriegst du so einen Einkaufszettel in die Hand gedrückt und dann steht da drauf, 3x Butter. Dann stehst du da vor dem Regal
Und da gibt es da mindestens 15 verschiedene Sorten. Du schnappst dir also dein Handy, rufst sie an und fragst nach, welches dann sein darf. Und was kriegst du dann als Antwort? Ein Die aus dem Kühlregal. Schatz, das hilft mir nicht weiter. Welche meinst du ganz genau? Und was sagt sie dann? All die, die wir immer nehmen. Das hilft mir auch nicht weiter. Oh Gott, oh, oh, nee, das hilft nichts. Ich brauche mein Unfallmedikament. Oh Gott, schnell. Oh. Ich sage Dankeschön, Benzodiazepine, und dass ich heute wieder hier bin, das verdanke ich nur euch. Ich glaube selber kaum, Benzodiazepine, was wär ich ohne meine Pillen? Ohne dich, mein guter Stoff, was wär ich ohne meine Pillen? Ohne dich, mein guter Stoff. Das Zeug ist der Kracher. Das entspannt mich immer total. Es hat nur einen einzigen Nachteil. Die Wirkung lässt leider schnell nach. Naja, aber wenn es eine Sache gibt, die einen echt aufregen kann, dann ist der Verkehr auf deutschen Straßen. Vor allem die Parkplatzsuche in der Stadt ist die reinste Katastrophe. Das wusste selbst Herbert Grönemeyer 1984. Moment, ich muss kurz meinen inneren Grönemeyer finden. Oh, 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 Mensch, Mensch, oh, ja, oh. Oh. Verdammt nochmal, ich hab meinen inneren Grönemeyer wegen euch wieder verloren. Also noch einmal. Oh, oh, ja, ja. Mensch, 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 ich hasse nichts mehr, als mich zu verspäten. Die Sonne brennt und im Auto ist heiß. Ein Konzert wie von tausend Trompeten. Nun steh ich hier im Stau so und scheiß. Oh, ich dreh jetzt schon seit Stunden. Hier sind meine Runden. Es trommeln die Motoren, es tut in meine Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dem Tag. Zuletzt bei Kaffee und Kuchen und ich kusch hier rum, bumm. Wenn ihr wüsstet, wie schwer das ist. Ich hab den Grönemeyer verloren, war kurz beim Lindenberg. Naja, aber es gibt Dinge, die sind noch schlimmer im Verkehr als das blöde Parken. Nämlich Ampeln. Rote Ampeln. Besonders dann, wenn du gerade in der letzten Grünphase eigentlich rübergekommen wärst und so ein Honk vor dir so langsam gemacht hat, dass du nicht mehr rüberkommst. Du kommst gerade an und zack, springst du um. Ich hab darüber mal ein Lied geschrieben. Ich fuhr los gegen Nacht, bin gleich da, hab ich gedacht, kam an der Kreuzung an, wo die Ampel umsprang. Da dachte ich noch, das fängt ja gut an. Doch diese Schlange, oh Mann, die kam halt echt nicht in Gang. Ich machte kaum Meter gut, so langsam kochte mein Blut. Und nicht nur das, sondern auch meine Wut. Endlich kam ich voran, wollte gerade losfahren, doch da sprang sie um.
Auf meine Hupe drosch ich ein und zwar fürchterlich und ich brüllte rum. Werd einfach grün, werd einfach grün, werd einfach grün. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Werd einfach grün, wieso muss mir das passieren? Werd einfach grün, ich könnte gerade explodieren. Werd einfach grün, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Das ist doch echt nicht mehr schön. 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 Nee. Naja, aber am Ende des Tages hat meine Therapeutin ja vielleicht recht, das ist doch das ganze Geld wert. Denn am Ende des Tages zählt doch eigentlich nur eins. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner. Eins kann mir keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben. Badada, badada, badada. Dankeschön, der Chef der Simmerner Käsje, Florian Thiel. Ja, im letzten Jahr war er als Prinz seiner Heimatgemeinde Simmern unterwegs, konnte deshalb nicht auf der Bühne stehen. Ansonsten seit vielen Jahren ein fester Punkt unserer und fester Bestandteil unseres Programms. Lieber Florian, es war wieder wunderbar und nach einer Büttenrede ein derartiges Standing Ovation spricht ja auch für sich. Schön, dass du wieder mit dabei warst und ich sage mal, auch das kann man an dieser Stelle durchaus mal betonen. Wenn einer was von Jugendsprache versteht, dann ist er es. Er ist nämlich Grundschullehrer. Ja, und ebenfalls das die gute Laune-Lied ganz am Schluss. Auch da kann ich nur sagen, lieber Florian, jeder Tag ohne Zettel am C ist ein guter Tag. Wir freuen uns, dass du hier auf der Bühne warst. Den Orden hast du schon. Auch für dich unseren Sekt, den du natürlich gerne schlürfst. Und natürlich auf unser Florian, ein Dreifach, sondern ein Schlagstein. Florian, NCV und eine Rakete. Landstein! Landstein! Und ein drittes Mal! Landstein! Herzlichen Dank und Ausdrucksmarsch! Sehr gut, danke. Machen wir das doch. Das war doch eine gute Idee von der Lorelei, ne?
Also, machen wir das nochmal. Den Refrain könnt ihr jetzt, ne? Ich fuhr los gegen Nacht, bin gleich da, hab ich gedacht. Kam an der Kreuzung an, wo die Ampel umsprang. Da dachte ich noch, das fängt ja gut an. Doch diese Schlange, oh Mann, die kam mal echt nicht in Gang. Ich machte kaum Meter gut, so langsam kochte mein Blut. Und nicht nur das, sondern auch meine Wut. Endlich kam ich von an, wollte gerade losfahren, doch da sprang sie um. Auf meine Hufe drosch ich ein und zwar fürchterlich und ich brüllte rum. Sing, wer endlich grün, wer einfach grün, wer einfach grün, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Wieso muss mir das passieren? Wär einfach grün, ich könnte gerade explodieren. Wär einfach grün, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Das ist doch echt nicht mehr schön.